So, grüß Gott aus Süddeutschland. Ich darf Sie heute mitnehmen in die World of Sports bei Adidas. Ich beginne hier mit einem Bild, fertig aufgenommen letzten Sommer. Das ist der Blick und der Zugang in das neue Gebäude, den die Mitarbeiter nehmen. Das ist sozusagen das eins der Bilder, der sehr viel jetzt in letzter Zeit veröffentlicht ist. Das ist nicht der Zugang vom Haupteingang, sondern es ist der Zugang von den Mitarbeitern, wollte ich gleich nochmal sagen, dass man sich das einfach auch mal noch kurz auf sich wirken lässt und wahrnimmt. Genau. Identität der Architektur, fand ich erstmal, Identität ist natürlich erstmal passend zu dem Thema des Gebäudes, weil nichts Wichtigeres ist, wenn wir ein Headquarter als Bauaufgabe im Wettbewerb bekommen, ein Headquarter zu planen, ist wirklich Identität das Wichtigste. Vor allem, wenn man sich jetzt dann auch noch anschaut, jetzt muss ich mal kurz gucken, genau, Adidas, Portland, Shanghai, Herzogenaurach. Ja, das ist im Endeffekt eine Kleinstadt bei Nürnberg, die sich im Weltgeschehen mit einem Weltkonzern bei Adidas behaupten muss. Da muss was Besonderes her, war unser erstes Gefühl, da muss was her, wo sich die Mitarbeiter, die dorthin kommen, die ja nicht aus der Umgebung bei Adidas anfangen, sondern die wirklich aus der ganzen Welt dorthin kommen, um dort zu arbeiten, müssen sich dort identifizieren können. Genau. Vielleicht kurz auch noch mal zur Erklärung vom Standort. Tut das? Genau. Ja, sonst kann man es vielleicht so ein bisschen erklären. Der gesamte weiße Fläche dort drüben ist der Campus, der nördlichere Teil, der so eckig abgesetzt ist, ist der bestehende Campus, Campus Nord. Und der südlichere Teil ist der zu entwickelnde Campus Süd. Deswegen die Mitnahme zu World of Sports, das ist der gesamte Bereich. Und wir sollten eben, oder hatten dann die Aufgabe, wie wir den Wettbewerb gewonnen hatten, den neuen Hauptzugang zu gestalten. Und eben nicht nur das Gebäude, sondern eben den Zugang in einen gesamten Campusbereich. Wie starten wir da im Endeffekt? Wir hatten im Endeffekt natürlich klar grüne Wiese, Lageplan. Wir hatten einen Campus Nord mit ein paar Gebäuden, mit ein paar Sportflächen und wir hatten im Endeffekt ein Outlet Center und irgendwo dazwischen eine grüne Wiese, eine verbindende Elemente mit ein paar Wegebeziehungen und ein paar Sportflächen. Da muss jetzt was hin. Und das hat uns beschäftigt, hat uns nicht nur alleine beschäftigt, hat uns gleich interdisziplinär auch in der Wettbewerbsphase beschäftigt. Und raus kam dann ein Ergebnis, das wir dann auch mit Icons versucht haben, in schlagkräftige Sätzchen oder Motive zu fassen. Was ist unser Bild? Und was sind die Themen, die uns tragen mit unserem Entwurf? Ich möchte jetzt eben auch mit nicht nur dem fertigen gebauten Gebäude hier starten, sondern auch einfach nochmal, wo war der Ansatz? Wie sind wir auch dorthin gekommen? Wie ist das Zusammenspiel? Weil ich denke immer, Konstruktion ist mir jetzt alleine ein Thema, aber Konstruktion ist ja auch jetzt so zu interpretieren, die Themen müssen alle zusammenkommen und zusammengebracht werden. Ein Thema war die Fernwirkung, natürlich die Erschließung des Campus. Das ist im Endeffekt dann von uns gedacht gewesen, wir bauen eine gebaute Landschaft mit einem Hügel, darüber betrete ich den Campus und erst dort, von dem zentralen Herz, betrete ich das Gebäude nach oben. Das obere sind dann bei uns die Arbeitswelten, die Arbeitsplätze, wo die Mitarbeiter sind. Die brauchen eine Qualität. Ich muss dem das Tageslicht geben. Es ist eine große Menge, es ist eine Menge im Hügel, es ist eine Menge an Arbeitswelten, also große Kubatur. Deswegen Tageslicht mit Lichthöfen, aber auch natürlich mit der Raumtiefe von den Seiten. Wir brauchen Orientierung, wir müssen den Bereich unterteilen und wir müssen ein Raumprogramm umsetzen. Das haben wir uns gedacht als Form von Modulen, flexibel bespielbar. Sprich, wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, welche Arbeitsplätze dort kommen, wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus. Das war die Aufgabe, das so flexibel zu halten, dass sich eigentlich der Konzern und Adidas das vorstellen kann, wohin die Reise geht. Hier einfach auch nochmal kurz mit diesen Elementen. Sie sehen bei uns jetzt nicht die fertigen Ausführungszeichnungen in so einem Vortrag, sondern ganz bewusst oft nochmal Zeichnungen aus dem Wettbewerb, Zeichnungen aus der Vorentwurfsplanung.
ist auch sehr hilfreich, während wir noch bauen und wenn wir in der Ausführungsplanung sind, weil wir nämlich dann immer wieder ganz stark fokussiert sind auf unsere Ideen, die wir zum Wettbewerb hatten, wirklich reduziert, da ist da nichts drin, was ablenkt. Es ist wirklich ganz einfach gehalten, was waren unsere Ideen, und da können wir immer wieder überprüfen und dadurch auch in den architektonischen Diskurs wiederkommen. Und diese Icons oder kleine Schnitte, daran diskutieren wir auch weiterhin immer noch die Stimmigkeit unserer architektonischen Ideen. Genau, also oben Bürocluster, unten die modellierte Landschaft. Ich komme sozusagen vom Haupteingang rein. Ich tauche ab in die gebaute Landschaft. Es wird sehr eng, ich bin fokussiert, ich betrete was Neues, es wird Spannung aufgebaut. Dann öffnet sich mein Blick in den Campus, beziehungsweise ich bin in der zentralen Mitte und es öffnet sich der Blick nach oben in die Arbeitswelten. Und wir haben gesagt, es muss dann so kleine Attraktionen geben, wo ich reingeführt werde, vom Haupteingang, wo ich ankomme, bis hin zu einer zentralen Mitte, Blick ins Grüne, Blick nach oben. Genauso ist das Haus dann aufgebaut, auch in der vertikalen Situation. Ich habe eine zentrale Mitte, dort komme ich an als Mitarbeiter, als Gast und werde nach oben geführt. Und von dort verteile ich mich dann in die jeweiligen Bereiche weiter. Das ist unsere bespielbare Palette oder mit verschiedenen Modulen. Ich könnte auch sagen, wir haben teilweise von einer Platine gesprochen, wo individuell dann die Module der verschiedenen Arbeitswelten, Arbeitsplätze, Anforderungen von Teamarbeitsplätzen bis Gruppenarbeitsplätze oder verschiedene Fokusboxen, Telefonboxen, wie auch immer genannt, dort eingebracht oder untergebracht werden können, rhythmatisiert werden. Die Magistrale ist der Treffpunkt. Es ist wirklich zuzumuten, dass einfach die Leute, die Personen, die dort arbeiten, ein paar Meter gehen, bis zu 100 Meter am entferntesten Fleck, um sich einen Kaffee zu holen, um dann wirklich auch an anderen Arbeitsplätzen vorbeizukommen und dort eine zentrale Magistrale zu haben. Das ist so ein Thema, was wir immer bemüht haben, Magistrale, eigentlich ist es eine Marktstraße, es ist ein Main Street, von dort gehen einfach die Bereiche ab. Es ist dann immer das Thema, wie wirkt alles zusammen? Wir sind ja nicht nur immer mit unserem Gebäude, mit den Ideen dort. Wir wollen besondere Räume für den Bauherrn gestalten. Wir wollen den besten Arbeitsplatz der Welt umsetzen, nachdem, wie sich Adidas präsentiert hat, den Mitarbeitern das Beste im Endeffekt geben. Es ist eine große Menge. Wir müssen dann aber trotzdem auch Orientierung geben. Sprich, dort hat sich dann gezeigt, wir müssen eigentlich eine Möglichkeit finden, diesen großen Bereich, diese große Menge auch zu strukturieren. Zusammenkommen der Disziplinen ist für uns dann das Thema. Also für die Konstruktion, die der Architektur die Gestaltung gibt, hört eben nicht auch bei der Fassade, beim Grundriss, beim gebauten Raum auf, sondern auch das Thema der Orientierung spielt mit rein. Ist für uns genauso ein wichtiges Thema im Zusammenwirken mit der reinen Gebäudekubatur. Und bei Adidas ist natürlich als sportaffines Unternehmen sehr viel der Sport schon bemüht, der Fußball, der Handball, der Basketball. Wir wollten bewusst keine Orientierung über irgendwelche Sportembleme, sondern wir wollten ganz bewusst verschiedene besondere Orte kreieren, die eine eigene Identität wieder schaffen, eine Zugehörigkeit und eine Zuordnung. Und dazu haben wir dann uns eigentlich gedacht, es gibt einfach das Thema von der Main Street, vom Großen zum Kleinen, vom Makro zum Mikro, gleich einem städtebaulichen Quartier, wo man im Endeffekt seinen Bereich betritt und dann über eine Hinterhofsituation bis in sein Wohnzimmer kommt. Wir haben uns ein paar Städte schlagwertig mit so ein paar Ideen ausgesucht gehabt. Interessanterweise haben sich diese Städte dann auch bei Adidas in Form von diesen Keysand Cities, von irgendwelchen Ideenstädten, wo auch Designer sitzen, auch wieder geschlagen. Und wir konnten da einfach zusammen dann auch ein schönes Interior-Projekt entwickeln. Nehme ich gerade einfach mit auf, weil wir nachher noch ein paar Fotos sehen. Und wir lange Zeit uns eigentlich in diesem Gebäude eigentlich an dem Thema Tragwerk, Fassade, Erdgeschossraum abgearbeitet haben in dem Thema des Zusammenspiels, eigentlich der technischen Umsetzung unserer Idee. Und lange Zeit eigentlich das Gesamtthema, was uns als Architekten beschäftigt, dass wir eigentlich nicht nur ein Core and Shell und eine Gebäudehülle übergeben wollen oder dann sozusagen ich komme an und dann plant jemand anders additiv irgendein Thema weiter, irgendeine Agentur. Nein, das Gebäude ist
architektonisch entstanden und von uns architektonisch gedacht und nicht wie ein Retailer, der halt sagt, er findet was Fertiges vor und dann fängt er an zu gestalten. Und das war ein heftiger Diskurs mit dem Bauherrn, mit den Personen, die dort für Brand verantwortlich sind, um dieses Thema dann einfach auch noch ins Gebäude reinzubringen und dem im Endeffekt dann den einen Guss zu geben. Das ist einfach ein Thema, was bei uns dann vom Wettbewerb uns wichtig war, eben diese Platine auch zu gestalten, dass wir das dann auch noch wieder am Ende möglich machen konnten im Zusammenspiel mit dem Charakter der Architektur. Der Charakter der Architektur war sehr früh bereits geprägt am Wettbewerb von unserer Idee. Wir wollen das Gebäude flexibel gestalten, wir wollen es in die Höhe bringen und wir sind da eigentlich im Zusammenspiel mit unserem Tragwerksplaner, den wir auch motivieren konnten, bei uns mit unseren Wettbewerbsideen bei uns vorbeizuschauen und eine Stunde in eine architektonische Diskussion zu gehen. Dann sind wir bei einer Vierendelkonstruktion gelandet, Vierendelstahlrahmen. Rechts ist die Zeichnung noch aus dem, kurz nach dem Wettbewerb, quasi, wo wir im Endeffekt mit einem Grundraster von 8,10 Meter auf 8,10 Meter angetreten sind. Und auch links ist im Endeffekt dann das Modell, wie es an den Prüfstatiker auch mit übergeben worden ist und an die ausführende Firma. Es sind noch ein paar Bereiche, wie die Lichthöfe angeordnet sind, zueinander angepasst worden. Aber faktisch ist das eigentlich die Idee gewesen aus dem Wettbewerb, die immer noch zum Tragen gekommen ist. Und wie einfach diese volle Flexibilität durch keine Wandscheiben, die wir als aussteifende Wandscheiben hier verwendet haben, wirklich weitergeführt worden und auch gehalten worden. Gehalten worden, wie dann die Baufirma dazu kam. Das Thema der Aufständerung hat uns natürlich dann noch weiter beschäftigt. Da kommen nachher noch ein paar Bilder. Aufgeständert, Glasfassade. Wir wollten natürlich eine Glasfassade haben, weil jeder Arbeitsplatz sollte einen Ausblick auf den Campus haben, nach unten in die Fernwirkung. Genauso aber auch möglichst viel Licht in die Tiefe dieses tiefen Raumes zu bekommen, sodass der Fassade dann natürlich auch ein großes, die Fassade ein Thema war, über das wir diskutiert haben. Glasfassade, können wir das noch machen? Wir haben zu dem Zeitpunkt ein oder zwei Varianten mit einem feststehenden Sonnenschutz schon mal ausprobiert gehabt, noch nicht gebaut gehabt, sodass wir mit dem Thema in dem Wettbewerb noch mal geprüft haben, das könnte was sein, wo wir das Thema der Überhitzung in den Griff kriegen, aber gleichzeitig Tageslicht in die Tiefe des Raumes bringen und für jede Seite dann im Endeffekt maßgeschneidert reagieren können. Wir haben mit Tageslichtsimulationen gearbeitet, genau geguckt, wie viel Tageslicht wird auf die, wie viel Sonneneinstrahlung wird zu jeder Jahreszeit, zu jeder Uhrzeit auf welche Fassade gebracht und haben dann im Endeffekt mit Grasshopper die optimale Auskragung des kleinen Hütchens optimiert. Sprich, wir haben dem Westen und dem Süden natürlich die größere Auskragung, das größere Schirmchen gegeben und immer mit der Orientierung zu der Sonne. Und war natürlich dann gleich mit einer gewissen Ängstlichkeit verbunden. Oh, da habe ich ja dann wie so ein Gerüst vor meiner Nase, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der ausführende Statiker hat dann auch erstmal gedacht, oh, da kommt noch ein ganz schönes Gewicht da dran. Wir müssen ja auch im Endeffekt die Gewichte vom Lastensammler dort ins Tragwerk wieder einführen. Wie bringen wir das alles zusammen? Betriebsrat, schwierig. Wir haben ein Mockup gebaut in der gleichen Ausrichtung wie die Südfassade. Die stand dann bereits ein Jahr, bevor die Fassade dort gebaut worden ist. 12 Uhr Mittag ist man dort immer schön vorbeigegangen. Die gesamte Glasscheibe war in der Verschattung gelegen im Hochsommer. Es war eigentlich das beste Beispiel, über ein Mockup alle Bedenken auszuräumen und im Endeffekt auch wirklich selber auch nochmal für sich zu bestätigt zu fühlen, okay, das funktioniert und es fühlt sich auch innen von der Rückseite sitzend angenehm an. Für die Firmen, die dann die Ausführung gemacht haben, war das ein gutes Thema, dort eigentlich auch mit zu uns zusammen dann die Konstruktion, wie fügt sich alles, wie ist das gestaltgebende Bild mit uns zu verifizieren und zu prüfen, weil natürlich von außen hat es eine Wirkung, aber herantreten an die Fassade tue ich von innen. Also sprich die gesamte Konstruktion, wie sich das Thema fügt, mussten wir eigentlich ganz schnell lernen, wir müssen uns die Innenseite anschauen und nicht die Außenseite. Die Außenseite hat die Fernwirkung, da sehe ich einen Fügungsspalt nicht, aber innen sehe ich ihn.
Und das war dann die Aufgabe, wo wir uns messen mussten, dass wir diese Themen der Befestigung, der Bewegung, der Austauschbarkeit und der Baubarkeit hinbekommen. Aber es sind im Endeffekt immer noch die Bilder aus dem Entwurf oder Vorentwurf, die uns hier tragen. No. Mhm. Das ist auch eben unsere Ansicht Süd, an der wir gemessen sind. Wir haben noch ein Rendering abgeliefert, sehr früh zum Wettbewerb. Die Ansicht und dieses Rendering war unsere Herausforderung, diese Themen des Tragwerks, der Aufständerung mit diesen V-Stützen, worauf das Gebäude gelagert ist, und die Fassade möglich zu machen. Genau. Ein großes Grundstück. Im Zuge der Planung hat man natürlich festgestellt, den Bauablauf geregelt, wie organisiere ich diesen Bauablauf, was wird zuerst betoniert, wann kommt es vorgefertigt als große Stücke und wird zusammengesetzt, wird vormontiert, Winterzeit, was ist das schnellste Thema. Ja, es wurden viele Experten bemüht. Am Anfang haben wir uns gedacht, ja, okay, als Architekten, so Logistiker, hätten wir, glaube ich, zum Wettbewerb auch schon gleich noch einen Logistiker dazu gebraucht, um dieses Zeitfenster des Ineinandergreifens, des gegenseitigen Beflügelns schon anzustoßen und nicht erst auf eine Baufirma zu warten, die dann in der Form, hier was ein GÜ, also ein Generalübernehmermodell, wo wir eigentlich schon bauen wollen, so lange zu warten und dann einfach noch auf Vorschläge, die eigentlich unsere Idee hier eigentlich wieder zunichte machen, in die Kämpfe zu spät erst einzutreten, sondern schon früher eine Lösung parat zu haben. Nein, ist dort anders gegangen. Das Thema nimmt man natürlich dann gerne mit fürs nächste Projekt. Gleichzeitig hat sich aber auch was entwickelt, das Thema zentrale Mitte vom Gebäude, hat sich auch ein bisschen dahin verändert. Wir hatten dort gedacht, wir bespielen das, wir geben Adidas eine Wandfläche, wo wir dann uns austoben noch mit Gestaltung. Nein, wir haben gesagt, rough and raw war das Thema plötzlich. Der Loftcharakter, den wir in den Obergeschossen mit dem Stahltragwerk, mit dem Vierendelträger andenken, soll jetzt auch auf den Beton übertragen werden. Haben wir SB2 eigentlich zu dem Zeitpunkt ausgeschrieben, wenn ich jetzt gerade die schönen gestalteten Wände sehe, war das ein Thema, wo wir uns auseinandersetzen mussten. Wie gehen wir da um? Was machen wir? Was ist akzeptabel? Und was ist das? Wie spielt da? Können wir das so lassen, das Material? Was machen wir? Wo müssen wir Betonkosmetik machen? Wie gehen wir damit um? Da hat uns die Baustelle sehr geholfen. Weil da wurden dann der Stahlträger montiert, teilweise beschichtet, teilweise grundiert, teilweise dann nachgeschweißt, alles eher eben auf 2 Meter Höhe, kam sukzessive, wurde gelagert eben auf hydraulischen Hubvorrichtungen, alles sehr roh. Hat uns geholfen eigentlich zu sagen, ja, wenn wir da mit der Stahlkonstruktion, mit dem Brandschutz in der Materialität eigentlich so roh sind und diesen Loftcharakter man jetzt auch will, ja, Disneyland für irgendeine Brickwall, die wir dann oben in Stahl an die Gipskartonwand noch hinbappen, das machen wir sicher nicht. Dann ist unsere Idee von rough and raw, sind es einfach unsere Sichtbetonflächen, die hinter einer Gipskarton, die halt Wand hervorkommen. Die wurden zwar nicht gebaut und man musste sie wieder freilegen, aber es wurde halt die Betonwand so geplant. Und haben uns dann überlegt, dann müssen wir mit allem ein bisschen ruppiger werden und haben die Materialwahl daraufhin überprüft. Ich klicke jetzt einfach mal noch durch diese Träger, die dann hier vormontiert worden sind, starten wir vielleicht dann hier den Film. Das Spannendste war wirklich das Zusammenspiel. Ich mag das hier. Läuft er? Ja, jetzt kommt er. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Ton gibt. Wenn es keinen Ton gibt, erkläre ich einfach kurz dazu. Ja, kann aber auch drüber sprechen. Genau, also das ist natürlich so ein spannender Moment für uns gewesen. Wir haben uns so lange mit dem Thema, mit dem logistischen Thema, wo wir uns als Architekten normalerweise nicht mit groß beschäftigen, wie kommt das Material auf die Baustelle, wie wird es zusammengebaut, das weiß die Baufirma in der Regel besser. Aber hier waren wir einfach angreifbar, weil wir uns im Wettbewerb, das einzige Thema, was wir im Wettbewerb noch nicht vorbereitet hatten, war einfach die Baufolge und wie kriegen wir das Gebäude dort schwebend hoch. Und es war für uns das Thema Landmark, Icon, das Ding muss nach oben. Und an dem haben wir festgehalten und fanden das natürlich dann auch sehr spannend, wie das passiert ist. Und
Die Vormontage haben wir uns einen Sommer lang angeschaut und der Hub ging dann innerhalb von weniger Tagen vonstatten. Kurzfristig hatten wir dann nicht nur zwei Hubvorrichtungen an jedem Knotenpunkt, sondern vier. Der Prüfstatiker hat sich dann eine Woche vor Hub begonnen auf eine Sicherheit bestanden. Die kurze Aufregung, aber das hat letztendlich wieder Zeit geholt, weil man natürlich relativ entspannt die Zwischenstücke für die weiteren Pressenhübe einsetzen konnte. Genau. Mhm. Ja. Ist was, Stahlbau ist bei uns in Deutschland nicht so üblich und wenn man den dann eigentlich behandelt wie eine Brücke, tun sich dann in der Betrachtungsweise bei den Prüfstatikern Themen auf, die man nicht erwartet hat. Wir haben einfach an unserer Stahlkonstruktion festhalten wollen und nicht in der Betonkonstruktion umschwenken, weil wir einfach gesagt haben, der Charakter, den wir da verkauft haben mit unserem ersten Rendering, mit unseren ersten Ideen, ist oben ein Stahlbau mit einer verlorenen Holoribschalung als Decke, mit einer Beton, die dann mit Beton vergossen wurde, wo wir eine Betonkernaktivierung drin haben. Das wollen wir nicht durch Beton ersetzen, es gibt einen anderen Charakter im Gebäude. Gut, so, jetzt, da muss ich glaube ich so weiterklicken, damit wir nicht von vorne starten. Genau, dann ist es oben und jetzt habe ich einfach ein paar Bilder noch mitgebracht, wie es einfach hier in der Baustelle aussah. Keine Wände, aber die Haustechnik musste an zwei, drei Stellen dann doch durch und die Treppen, aber im Endeffekt fügt sich das dann zwischen den Trägern dort ein und ist dort, das sind unsere einzigen Fixpunkte, die Treppen und die Lüftungsanlagen. Mhm. Genau, hier ist eben so ein Stützenfuß. Der Stützenfuß wurde eben dann eingebracht, nachdem das Gebäude oben war, vergossen, musste austrocknen und danach wurden sie nachbeschichtet. Im Zwischengeschoss sind die Stützenfüße, dann kommen die sozusagen hier aus der gebauten Landschaft hervor. Die gebaute Landschaft, die Deckenplatte, ist nicht mit den Stützen verbunden. Die stechen dort wirklich durch, sind nur brandschutztechnisch geschottet gelöst. Und wir haben auf dem Zwischengeschoss eine Laufbahn, um eben wieder das Thema Sport aufzugreifen, direkt zu den Umkleiden, wo die Mitarbeiter, eben, wenn sie in der Früh mit dem Fahrrad ankommen, Duschen vorfinden oder den eben auch ihren Mittagssport mit Basketball auf diesem Campus eben ausüben können und dazu einige Pflanzbeete in dem unüberdachten Bereich, dann auch Arbeitsmöglichkeiten für die Sommer- und Frühjahrs- und Herbstboden. Genau, da gibt es so ein bisschen einen Einblick. Das ist der Haupteingang, der Hauptzugang, wie sich das Gebäude heute präsentiert, wenn man ankommt auf dem Gelände und als Besucher in den Bereich, in den Adidas betritt. Man hat den ersten Bereich öffentlich, sodass man dort auch vorbeischauen kann. Das ist der große überwachte Bereich, auch wieder sehr geprägt, dieser Wartebereich durch diese V-Stützen mit dem Stützenfuß. Der Dachkante, die dann sich noch reinschiebt. Genau. Und so betrete ich dann den Bereich. Ich komme quasi rein und bin dort in einem Art Tunnel, der sich quasi fokussiert und dann wieder zu dem Licht über den Bereich, wo die Treppe nach oben, die Anbindung nach oben ist, sich öffnet. Und hier ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie es uns eben, ja, wie wir noch die Möglichkeit gehabt haben, mit den Materialien dieses Thema zu verstärken. Wir konnten zu dem Zeitpunkt wie Rohbau eben dieses Interior mit übernehmen und für uns war es einfach wichtig, dieses Fokussieren auf diesen Lichtpunkt, wo es wirklich für die Mitarbeiter in die Arbeitswelten geht, noch farblich abzusetzen durch diese Trennung und Aufteilung in diese schwarze Decke und eine Hälfte eine Wandseite, konnten wir das noch ein bisschen überhöhen, um diesen Bereich dann als Fastlane, der Mitarbeiter wird direkt reingezogen zu dem Licht in die Arena. Die Treppe bringt dann den Mitarbeiter nach oben und gestaltet diesen Raum als den besonderen Bereich. Diese Treppe trägt sich selber, der Fachwerkrand ist wirklich das Element, was dann auch stilprägend gewesen ist. Am Anfang hatten wir das verkleidet, im Zuge von der Idee, dass alles jetzt rough and raw ist, haben wir jegliche Verkleidung, jegliche Gestaltung erstmal weggenommen und gesagt, das Material
und das Tragwerk spricht für sich und wir gucken mal, was kann es, wo ist es gut, wo ist es schlecht, wo können wir mit dem Statiker zusammen noch ein paar Sachen noch ein paar Unterzüge, ein paar Träger optimieren und wir lassen das Ding einfach da drin so hart, wie es kommt, diesen rohen Charakter lassen wir dort für sich leben. Genau. Das ist eine Zwischenebene, dieser Bereich auch im Zuge der Weiterplanung sollte Veranstaltungsort werden für kurze Zusammenmeetings. Es sind irgendwelche besonderen Gäste bei Adidas. Man kann alle 2000 Mitarbeiter, die in den Obergeschossen arbeiten, kurz zusammenrufen und nach unten bringen. Über die Treppe, über diesen Zwischenbereich kann für 10, 15 Minuten eine kurze Vorstellung des Gastes oder von irgendeinem Thema oder einer Präsentation stattfinden. Dann geht es weiter in diese Main Street, in diesen Zwischenbereich. Den haben wir sehr neutral gehalten, eigentlich eher sehr immateriell, weil wir einfach wissen, Adidas und Brand, es gibt verschiedene Moden. Das ist einfach die Spielwiese wie in einem Stadtraum, wo halt auch mal ein Werbeplakat ist. Dort kann man sich austoben. Wir haben dort einfach nur den Blick genommen auf die Konstruktion, auf unsere Treppen und haben gesagt, die Wände, da darf der Bauherr und der Nutzer selber was machen und sind eigentlich bei grau und verzinkt sichtbar und noch ein paar wenige andere Materialien geblieben. Es kommen dann ein paar wenige Farben ins Spiel, das sind die sogenannten Key Cities, immer so die Küchenbereiche, hier noch unmöbliert, die dann die Personen in den jeweiligen Bereich führen und dort dann zum jeweiligen Treffpunkt werden. Die sind über drei Geschosse gleichgestaltet, also Paris ist immer übereinander gelegen und dort findet spontanes Meeting statt, also sprich den Arbeitsplätzen ist kein einzelner Küchenbereich zugeordnet, sondern das ist wirklich ein Gebäude, wo die Mitarbeiter in Bewegung sind und sich ihren Bereich aussuchen. Genau. Gut, bin ich zu lang, ich klicke einfach noch durch. Das sind dann die Arbeitsplätze hier noch, die wir dann einfach gestaltet haben. Und dann sage ich herzlichen Dank.